Ja, Leute, heute haben wir etwas ganz Besonderes, denn wir haben hier wirklich ein sehr neues, aber dennoch sehr altes Produkt quasi. Und ja, ich freue mich, dass ich das Ganze wieder früh öffnen darf. Und wir sehen es ja schon, es geht hier unter anderem um ägyptische Götter, aber es ist die 25. Edition. Ich freue mich mega. Wir sehen es hier schon, wir haben hier dreimal Original eben die Götterkarten drin. Dann einmal der bläuäugige weiße Drache, dunkler Magier und eben rotäugiger Drache. Und zusätzlich einer dieser hier in der neuen, in den neuen Secret Rare Effekt. Ich bin gespannt und wir haben es hier. Richtig schöne alte Packs. Ich freue mich mega, deswegen wollen wir das Ganze hier öffnen. Und wollen nochmal gucken, was wir denn hier so Schönes ziehen. Erstmal, also Look natürlich hier auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Und wir öffnen das Ganze. Und ui, da haben wir schon. Da haben wir schon die Karten. Sehr gut. Und die Booster. Ui. Sehr, sehr hübsch. Ah, interessant, interessant. Das war ja sehr gespannt, wie hier die Booster dann dementsprechend aussehen werden. Und wir sehen hier, sie sind markiert, dass sie eben 25. Jubiläum hier haben. So, und ich würde sagen, wir fangen dann an hier einmal mit dem Pack hier. Und ja, meine Kamera ist ausgegangen, tut mir leid. So, das heißt, wir können hier starten. Wir fangen hier an mit Obelisk, dem Peiniger. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr hübsch. Ich mag das sehr. Slifer, übrigens mein Lieblingsgott. Ich frage mich, was ist euer Lieblingsgott? Jeder hat ja so seinen Favoriten. Für mich ganz klar, hier ist Slifer. Und Drache, geflügelter Drache von Ra. Und wir haben hier halt Gelb, Rot und Blau. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Sehr hübsch aus. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie das ist. Oha, man sieht es hier. Oha. Ich weiß gar nicht. Ich will gar nicht. Ey, es glitzert. Man sieht's, ne? Man sieht's auf jeden Fall. Es glitzert krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dunkler Magier, bläuiger weißer Drache, rotäugiger schwarzer Drache und... Es ist ja krass. Es sieht so hübsch aus. Oh, da ist sogar ein Wasserzeichen drauf. Da ist sogar so ein Wasserzeichen drauf. Wie das Speedtool. Es ist ja so hübsch. Oh nein, ich will alle Götterkarten in der Rarität haben. Ah, es ist hübsch. Es ist sehr hübsch. Es ist sehr, 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 sehr hübsch. Alter, ich muss Slifer haben. Ich muss Slifer haben. Ich muss Slifer einfach haben. Es geht nicht anders. Ja, fangen wir an mit LOB, würde ich sagen. Und ja, das ist natürlich jetzt hier ein sehr, sehr altes Set. Ich will Slifer haben. Sehr, sehr altes Set. Dementsprechend sind die Karten natürlich auch sehr alt. Dunkle Energie, also hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten, der vor ganz langer Zeit mal Yu-Gi-Oh! Gespielt hat. Ödland auch, das sind so alte Karten, das ist crazy. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt eine Super Rare oder Secret Rare ziehen, weil das ist gar nicht so häufig. In den heutigen Sets ist es ja viel häufiger, dass man eben das Ganze zieht, aber hier eben nicht drin. Blaue Flammen, Sandstein, Leichenflatterer als Rare hier drin und, okay. Nur eine Rare, wie gesagt. Super Rare oder Secret Rare sind hier sehr schwer. Ich glaube, Ultra Rare gibt es auch, aber ja, egal. Masaki, legendärer Schwertkämpfer, bezaubernde Nixe, harte Rüstung und Fallenentfernung. Sehr schön. Also ich find's wirklich cool. Ich finde es super. Ich finde auch nice, dass hier eben so Logo drauf ist. Ja, auch sehr gut. So, nächstes Set. Ich bin so gespannt. Vielleicht ziehen wir wirklich noch. Oh, schreckliches Feuer. Das ist so eine Karte. Wie erklärt man Effektschaden? Schreckliches Feuer. Auch noch so beidseitig, also du kriegst Schaden, ich krieg Schaden. Ja, ist auf jeden Fall fair. Dann haben wir verdorbene Weisheit. Oh Mann, es sind wirklich so alte Karten. Schloss der dunklen Illusionen. Natürlich mit den krassesten ATK und Defense. Einfach, weil natürlich eben durch die Feldpower-Bonus eben die Karte eben stärker wurden. Sangan als Rare hier drin. Ja, Sangan. Eine spielstarke Karte. Falls diese Karte vom Spiel auf den Friedhof gelegt wird, füge deine Hand ein Monster oder den Nicker von deinen Denken zu. Aber für den Rest des Spielzugs sind keine Effekte. Karten, jeden aktiviert werden. Okay. Mit Erratum drauf. Sehr nice. Das wollte ich eben noch lesen. Panzerhexe, Mottenlarve, Ring des Magnetismus. Das war eigentlich, also,
ja, so ganz früher, bevor man auf Turniere gegangen ist oder so, eine richtig starke Karte. Ich meine, diese Karte verringert die ATK und Defend Monster um 500. Der Gegner kann eben nur das Monster angreifen, das mit der Karte ausgerüstet ist. Das war für damalige Verhältnisse so unter Freunden so stark. Du rufst einfach zum Beispiel Beugen weißen Drachen, rüstest ihn aus, hat er 2,5. Ich meine, ist immer noch stark. Ja, was willst du machen? Ein dunkler Magier kann auch nur doppelt. Also war sehr stark. Aber ja, das war auch Turniermärkte und ja, es geht dann doch ein bisschen mehr um anderes, als einfach nur ein starkes Monster auf dem Feld zu haben. Dunkles Zebra, dann haben wir hier Chor. Damals war es ja noch so, das wissen, weiß einer noch gar nicht, dass wenn man Spielfeldzauberkarten auf dem Feld hatte, dass man nur eine haben durfte. Also inzwischen ist es ja normal, dass jeder Spieler eine hat, aber früher durfte man nur eine haben. Heißt, wenn du deine aktiviert hast, dann wurde eben die andere zerstört. Also es durfte immer nur eine auf dem Spielfeld sein. Ja, ne, kleine Anekdote hier am Rande. Hungriger Burger, auch ironischerweise bekommt genau diese Karte jetzt neue Karten, ist sehr dann Riesenratte. Ja, Riesenratte. Ich glaube, ja, der Vorreiter für alle Monster seiner Art. Also Monster, die was machen bei Kampfzerstörung, ne, Vorreiter. Ganz klar, Riesenratte hier ist da. Tribut, Pinguin, Panzerhexe und Haus der Klebestreifen. Ich dachte immer so, ja, da, die Karte sieht so krass aus, die muss die beste sein. Also natürlich, spezifisch, ne? So, weiter geht's hier mit Pharaos 7. Ich bin gespannt. Oh Mann, bitte lass uns noch was ziehen. Bitte lass uns noch was ziehen. Summons Gesetzbuch. Overdrive. Hymnskundschaftler. 1800, extrem stark. Zeitsiegel, auch wieder zurück. Und, oh, mich so... Für Speed Tool eine sehr lange. Super Rare! Spiegelwand. Spiegelwand. Ja, auch eine Karte, die ganz lange sehr, sehr stark war. Sehr, sehr stark war. Ich meine, heutzutage, ja, ne, mit Extra Deck ist natürlich klar, dass Zauber- und Fallenkartenzerstörung relativ einfach ist. Dementsprechend natürlich, ja, sind die Kosten dann höher als die Karte selber. Aber damals war das, ey, diese Karte, sie schimmert so krass. Unglaublich. Wächter. So gute Rüstung. Der Vorreiter von allem. Von Spiegelkraft, von Dimensionsgefängnis, von. Oh, so gute Rüstung. Einfach eine Karte. Wie gesagt, Dimensionsgefängnis kann man irgendwann, aber so gute Rüstung. Einfach eine Karte. Und dunkle Skorpion. Oh, keine Super mehr. Oh ja, kann man theoretisch mit den neuen Werkzeugdrachen spielen. In Master Duel wird das Ganze gespielt. Und in Version auf Cars. Hier, letzte Booster. Es ist so schön. So. Alte Sachen hier in der Hand zu haben. Vielfältigung von Ameisen. Da dachte ich irgendwie, das wäre so eine Anspielung an Vervielfältigung von Kuribo, aber ja, war natürlich dann, hatte nichts damit zu tun, aber dachte ich früher, als ich noch jung war. Seelentiger, Ballonechse und Fluch der Finsternis. Ja, ne, ich meine, 1000 Schaden, das sind dann ja nur 8 Zauberkarten, dementsprechend stark und Super Rare. Orca Mega Festung der Finsternis. Ja, interessantes Artwork. Und ich glaube, genau, hier ist sogar eine Karte drauf. Ich finde das Grüßenwelten ist krass, weil die Karte gibt es ja auch, die da drin ist. Ich weiß den Namen jetzt gerade leider nicht. Oh, ihr werdet sagen, oh, das muss man noch wissen. Ja, ich weiß den Namen leider gerade nicht, tut mir leid. Aber ich finde es krass, dass, also, das Verhältnis ist ja anders crazy. Grimmachu. Das ist nice. Ja, Grimmachu, Leute. Ey, wir kennen sie nicht, die Grimmachu Decks. Und hier, die Karte ist sehr, sehr, sehr alt und vor ganz langer Zeit rausgekommen. Sehr krass, sehr nice und die Geburt eines Helden. Und ja, wir gehen nochmal alles durch. Ist ja crazy. Also ist, warte mal, halt, wir müssen eins machen, den Riechtest. Okay, sie riechen nach alten Karten. Oh, sie riechen nach neuen Karten. Schön, also gefällt mir wirklich und ja, Highlights hier, das ist für mich einfach die drei Highlights neben, oh, es ist so hübsch, ich kann es die ganze Zeit angucken, ey, mir gefällt es so sehr, dass da auch ein Wasserzeichen drin ist, warte, sieht man es nochmal, ja, da sieht man es nochmal, es ist so hübsch, komm, Kamera scharf stellen, gefällt mir wirklich. Ich muss Slifer ziehen. Es geht nicht dran vorbei. Ich muss Slifer ziehen.
Es geht nicht anders. Aber heute nicht, definitiv nicht. Denn das war's hier. Hier die Verpackung und hier ein kleiner Test. Unten ist nichts drin. können ja irgendwie Freunde sagen, ihr müsst nach unten gucken. Ist nichts drin. Aber Verpackung echt sehr hübsch. Also sehr schön. Finde ich sehr hübsch. Sehr nice. Ja, Leute, ich glaube, ich muss noch mehr haben. Ich muss Slifer haben. Ich möchte Slifer in diesem Look haben. Unbedingt. Ich frage mich dann auch, ob ein Slifer das ist, ob die dann auch rot hinten ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hab's nicht. Keine Ahnung. Wird man dann sehen. Ist ja auch alles früher. Es gibt auch noch ein paar andere YouTuber, die eben hier das Ganze offen werden. Vielleicht ziehen die das. Ich werde es sehen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, denn ja, wenn ihr das seht, sind die anderen Videos ebenfalls draußen. Ich hoffe eben, das Opening hat euch gefallen. Ich muss sagen, ja, also okay, ich habe es oft genug gesagt. Die Karte ist wirklich hübsch, aber sie gefällt mir halt wirklich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und natürlich wie immer viel Spaß beim Duellieren.